Ich müsste sie halt lauter machen, aber ich hab sie. Kim. Ist blaues. Wo bist du? Ja. Danke. Sind zwei blaue. Danke für die Bits, aber auf jeden Fall, Phil, weil du gibst mir ja eine Haufen Menge Bits. Ja, ich komm. Dankeschön. Oh, hier vorne. Da schießt jemand auf mich. Es wird gesniped. Weil ich mich gerade heile. So ekelhaft. Von zwei Seiten waren wir gesniped. Und wo schießt der? Von hier drüben noch. Ach so. Money, money, money. Always money. Oh mein Gott. Ja, na, wann fängst du eigentlich an mit Streamen? Kein Bock mehr. Nachher. Dieses Jahr ist der Plan, aber wann genau? Ich weiß nicht. 30. Februar. Jana, pass auf! Vor uns! Scheiße! Ich höre jetzt gleich auf, Phil, deswegen. Ich hab den hier shieldbreakt. Warum 30. Februar? Was geht da? Gibt keinen 30. Weil's Februar. Weil es den nicht gibt. Da! Mann, ich hab eh. Ich bin Jana, pass auf, du rennst vor rein. Wo? Ah ne, es ist Marcel. Marcel, links von dir war einer. Nein, heute mache ich doch keinen 24er. Geht's noch? Hab einen knockt. Ich muss arbeiten. Hier im Haus, hinterm Haus. Nächste Woche habe ich überlebt, einen 24er zu machen. Ungated, 110er. Alter. Hinterm Haus. Alter, dieser Bot, ey. Alter, dieser Bot, ey. Fick seine Mutter, der hat sich selbst. Alter Schwedisch. Wer schwimmt? Ich. Ich gehe von der Seite. Hinterm Haus läuft weiter. Der hinterm Haus läuft weiter. Ja, hinterm Haus ist gerade noch einer hintergerannt. Hab den Shieldbreak schon wieder. Da ist schon um den Hügel gelaufen. Oh, der springt mit diesem lila Scheiß da weg. Kommt nicht. Jetzt ist er da hoch. Hier sind welche. Ich hab Bock, mich alleine hier zu opfern. Ich komm unten lang. Ja, immer. Priya meinte, du kannst vielleicht etwas mit dem RDA-Dienstplan anfangen. Die Notizen der Menschen, Jana, die Computer. Du verstehst was davon? Bin auch sicher. Aber hier war einer. Aber suchst du nach Computerteilen? Daten, Namen, Orte, sowie das, was du gefunden hast. Ich habe Gerüchte gehört. Über lebende RDA-Soldaten aus der Schlacht der Halleluja-Berge, die meinen Clan zerstört. Sind wieder 120. An anderen Stellen auf Pandora stationiert. Finde sie und ich erledige dann den Rest. Ich besorge dir dafür alles, was du willst. Was dahin? In die Tampe rein, safe. Ich geh links. Oh shit. Ich muss weiter. Hier sind Gegner. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ah, steckt sich. Ich. Auf der Tank? Bin froh, dass du zurück bist. Es kommen Gegner von hinten, pass auf. Es war knapp. Ja. Von der Windmühle. Wollte nur sehen, wie es dir geht. Warum fragt mich das jeder? Digga, wo ist der? Wo hat sich der versteckt, Alter? Hier war doch mal einer. Almadri Nella gesagt, dass dem Kametire nicht zu trauen ist. Danke, war zu obvious. Weißt du etwas über sie? Das stimmt. Nee, ich hab nicht. Kametire sind scheu. Aber gute Heiler, hoch angesehen unter den wirklich? Würden sie beim Heilen der Verletzten helfen? Vielleicht. Mein Vater holte oft Heilmittel von ihnen. Dann muss ich sie suchen. Ihre Höhlen sind versteckt.
Ja, na, wo aber bist wir du? Trafen ah, immer ja. einen Kräuterkundler im Kamitire-Lager. Nicht weit aber von der hier. War, der war weißt nicht alleine, der lag. Da lag erst. Ein Fluss verlief im Schatten der schwebenden Berge. Der Weg war mir immer zu anstrengend. Ja, aber mein Vater lockte mich mit Geschichten über den Sand. Ja, hier. Hier im Busch. Eine seltene Kreatur aus diesen Teilen. Hier im Busch. Ich erinnere mich aber nicht. Der ist gerade raus, der ist noch links raus. Das sollte reichen. Team, Leute. Ich melde mich per Funk, komm wenn her. Ich da bin. Ja, da kommt ich hasse jetzt. Die Dinger. Fein, nee, der war alleine. Ich muss mich mit Awa verbinden und von den Ikran-Reitern der Kamedire lernen. Ich hab sonst auch noch mir fehlt meine Partnerin. Solek hat mir einen verlassenen Ort in der Nähe gezeigt. Ich sollte mich mit Awa verbinden, aber es war merkwürdig. Okay. Ich wollte Awa nicht mit meiner Menschlichkeit und schlechtem verderben. Vielleicht fühlt es sich irgendwann richtig an. Ja, ja. Beim Heilen vielleicht. Auch laufen, glaube ich. Ja, ich verlasse diesen gut. Weg und folge dem Pfad nach links. Gehen. Hin und her. Pass da draußen auf dich auf. Ja, laufen und rennen sind bei mir. Oder gehen und laufen ist bei mir dasselbe. Ach so. Hier das Haus ist auch gelootet. Ich glaube, da war schon lange Zeit niemand mehr. Glaubst du, sie sind weg? Die Kamettiere? Das kann nicht sein. Hier liegt auch noch ein bisschen Loot. Irgendwo. Was ist passiert, dass sie gegangen sind? Ich würde warten, wenn ich könnte, aber die anderen brauchen Hilfe. Zu Fuß finde ich es nicht. Ich brauche meinen Ikran. Ja, ach so, das ist drin. Es sind nur noch zwei Teams. Ja. Ein Trio, ein Vierer. Hier unten liegt auch Loot. Vom Haus aus werden die kommen, ne? Ich denke auch. Ja, da läuft einer. Auf der Veranda. Jo, einer ist da drin. Einer ist hier im Raum. Soll ich das Ding ins Ja, anmachen? Die ballern da. Die ballern da drinnen. Sehen wir, wo einer. Ja, die sind da. Ah, die beefen sich gerade mit den anderen. Lass sie sich beefen. Das ist gut. Einer rennt hier unten. Ja, sehen. Kommt er her. Boah, da bist du ja. Der liegt nicht flach. Zurzeit ist der Wahnsinn. Er ist einfach er heißt einfach ja, genau. Ja, das passt. Ja, das passt ja. Ja, ja. Die müssen jetzt kommen, ne? Ja. Hinter uns. Ja, die kommen. Einer läuft hier. Ja, das. Pass auf, Jana. Noch 110er. Da hinten. Vorsicht! Wir haben Gesellschaft. Einer ist hier im Busch. Oh. Gehen wir hier auf den Berg. Oh, hab einen im Busch gedownt. Ja. Der hier hat 121. Noch Kopf da. Jana, pass auf, nach hinten. Kevin, links. Von links, jo. Die Zone hinten, Leute. Zone. 110er in der Luft. Kevin! Hilfe! Ja. Hilf am Stein. Ich schieß ihn von oben auf. Nein, was? Wie? Wie zum Teufel? Wie? Wie geht das, Alter? Du Nottensohn!
Kim, komm hin, komm hin, komm hin, komm hin. Sie sind hinter mir. Du musst mir helfen, sonst komme ich gar nicht bis zu euch. Ja, erwischt! Ich gebe dir Deckung. Ich sehe aber. Rechts muss noch einer kommen. Gerade hochgetroffen vom Berg. Ich laufe! Ich sehe niemanden. Ja, okay, ja, der ist auch down. Schaffen. Der mich umgebracht hat, ist auch down. Ja, dann schaffen. War das der, glaube ich. Jana, Nachnamen? Ja, der ist in der Zone. Ach. Okay. Okay, nur noch einer. Ja, wir haben das gewonnen. Der wird jetzt sterben in der Zone. Hä? Wie viel Button noch? Glaubt der erste noch in der Zone? Ja. Ja! Ich glaube. Hinter mir! Gewonnen! Ja! So, wir haben epischen World ohne mich. Reicht für heute, ne? Heute. Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen. Ja, so. Komm Leute, wir haben das richtig gut gemacht. Habt ihr gut gemacht, ja. Kriegst einen Keks. Ja, du hast ja auch gut gemacht, auch wenn du gestorben bist. Nein, dieser Ficker, Alter. Ah, hat der Marcel sich durchkämmen lassen. Ja, genau. Wir können mal kurz gucken, ne? Welche was gemacht hat. So, und jetzt muss Beppo rüberkommen, um noch ein, zwei Runden mitzuspielen mit mir und Jana. Ich bin im Nachvertrag. Ja, komm Beppo, komm zwei Runden. Vergiss es, ich hab meinen Stream gestartet. Ich mach jetzt nicht aus. Warum machst du denn aus? Kannst auch einfach wechseln, ne? Warte, wie scheiße das ist, die ganze Arbeit zu schneiden danach fürs VOD. Dann spiele ich mich gerne alleine. So. Viel Spaß noch. Okay. Tschüss. Ja, auch gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ö. Jana, du musst nur ein Duo machen. Genau, dann können wir. Ich mache auch nicht mehr allzu lange. Ja, alles gut. Oh mein Gott, meine Katze liegt hier. Wir haben sie nicht mal gemerkt, so schnell war sie. Kleine Drecksvieh. Es ist eine liebe Katze. Okay, ich sage auch gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen. Tschö mit Ö. Tschüss. Wow. Tschüss. Wollt ihr eine große Katze sehen? Ja, guck. Nee. Okay, tschüss. Tschüss. Bye. Guck rein. Guck in den Bildschirm. So, und jetzt darfst du wieder gehen. Auf Wiedersehen. Warum bist du so nass? Sie hat sich gewaschen. Na, ja, das ist ekelhaft. Das stinkt auch. Hey! Hey! Komm! Raus! Donny! Raus! Raus! Dankeschön. Das ist eine schöne Giraffe, ne? Ja, 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 das ist meine Giraffe.
die A. Hetze? Mhm. Ja. Warte. Ja, okay, ich darf auf kostenlos reisen. Yay. Entschuldigung, ich musste Johnny kurz antworten. Ja. Kommt nicht. Das ist aber echt gut heute bei mir, geil. Ich bin so bei 8, 9 Leute im Durchschnitt. Komm nicht an. Ich habe nur vergessen, dass ich mich morgen schon verabredet habe und ich habe mich jetzt nochmal verabredet, oder? Mit Moni. Ja, gut gearbeitet. Scheiße, ich habe mich schon mit Micha verabredet. Johnny, ja. Johnny, mein Stückchen. Ist das da Freitag oder Samstag mit uns? Oder die beiden Tage? Ich frag mal. Gar nichts, oder was wir gefunden. So gut, hä? Huh? Ich hab so ein Dingens, wenn ihr wollt. Wenn du willst. Ich bin so, dass wir mit mehreren Leuten spielen. Jana, hier siehst du wer bei mir? Bei dir? Hier ist jemand bei mir. Ja, ja! Ich sehe Füßchen. Wo bist du? Ja, ich komm. Ah, hier. Im Haus, ich komm. Ah, ich komm nicht rein. Hab ihn. Nee, ich hab jetzt diesen Freitag gemeint. Diesen Freitag, also, wir haben ja da was beschlossen. Ja. Bei mir. Willst du, Jana? Ja, ja! Ja. Oh, der hat mich gar nicht gesehen, oder? Der oh mein Gott, guck dir diese Waffe an. Nee? Guck dir die an. Darf ich sie nehmen? Na klar, darfst du. Der hat einfach eine legendäre Waffe. Aber der war voll auf dich fixiert. Ja, ne, aber ich hüpfe einfach rum. Das hilft dir ja. Haben wir ja rausgefunden. Ja. Ach so, ja, das ist Samstag, Sonntag. Okay. Samstag. Okay. Was sind wir morgen? Ich bin verloren. Donnerstag. Donnerstag, okay. Hier sind Füße. Morgen sind wir Donnerstag, okay. Das heißt. Oh. Ich müsste mir echt so einen Kalender machen, ne, wo ich mir halt aufschreibe, wann ich mit wem spiele. Nein, auch nicht. Am Wochenende mache ich auch keinen 24er. Wenn, dann nächste Woche in meinem Urlaub. Wenn. Ich schwöre dir, Jana, hier ist einer und der verarscht uns. Danke für den Lurk, Pixel. Kann ich dir noch nicht sagen, nächste Woche. Eigentlich wollte ich in meinen Geburtstag rein streamen, dass der 24er halt an meinem Geburtstag dann um 0 Uhr fertig ist.
Aber ich habe vergessen, dass ich an meinem Geburtstag halt den ganzen Tag unterwegs bin und das kann ich nicht bringen. Das kann ich absolut nicht bringen, weil ich verbringe den Tag mit meiner besten Freundin. Oh, vor was und, hast du ja. Angst? Vielleicht macht Beppo ja mit. Ich arbeite wieder. Also 12er könnte ich ja sagen. Oh. Hab ich kein Problem mehr. Nicht da lang? Okay. Aber 24er. Stimmt, ihr seid auf der. Ja, wir sind auf Shoppingtour. Wahrscheinlich in Saarbrücken. Gehen wir shoppen. Ich brauche neue Snoodies. Die kriegt man in Primark. Ja! Da ja niemand so richtig von meiner Familie weiß, was er mir zum Geburtstag kaufen will. Wow, Storm! Keine Ahnung. Weigerst du dich etwa? Ich habe mir jetzt so eine Grafik-Tablet gesucht. Die ich mir dann wahrscheinlich wünschen werde. Meine Mom hat mir 2 Lipglosse gekauft. Und Kiko Milano, darüber freue ich mich am meisten. Findet die Schlacht nicht Jana, statt. Wie fahre ich hier bitte? Ich habe das eine Radio angemacht aus Schreck. Ab ins Wasser, oder? Mir passiert auch manchmal, dass ich den Wischer anmache aus Schreck. Ja! Oh, Jana. Da will jemand Streit mit uns. Komm, wir holen ihn. Da, da. Er will Streit. Verprügelt ihn. Fetzt ihn weg. Jana fetzt ihn weg. Ja. Gebracht. Ja, wie gesagt, da ist Shoppingtour angesagt. Aber ich freue mich, so einen ganzen Tag mit meiner besten Freundin zu verbringen. Wisst ihr, ich habe mein Handy so ein, mein WhatsApp so eingestellt, dass die Nachrichten alle auf meinen Bildschirm aufkloppen. Ne? Mein PC hier. Und ich krieg ständig so Nachrichten, wo ich überkrass lachen muss. Und ich versuch nicht zu lachen. Ist ja, ne? Ja. Ich versuch standhaft nicht zu lachen. Sollen wir rüber? Lassen wir es beim westlichen Grenzgebiet. Hast du gehört, dass es morgen brutal schneien soll, Beppo? Ja, ich habe keine Lust. Ich habe schon gar keinen Bock, weil wie komme ich zur Arbeit? Das wird auch nochmal richtig kalt nach bei uns zumindest. Gehst mit dem Bus. Bei mir war heute so schlimmes Glatteis, dass ich da vor meiner Tür fast auf die Fresse gefallen bin. Ja, da ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich Katzenzeug besorgen, aber. Nee, vergiss es. Mir wurde verboten, alleine Auto zu fahren bei dem Wetter. Ja, das finde ich gut. Meine Mom hat auch schon voll die Krise gestern Abend gemacht. Dann habe ich meinem Chef so geschrieben, kann ich bitte Homeoffice machen heute, weil ich habe keinen Bock, mein Leben zu verlieren auf der Straße. Meine Mutter hat mir verboten, ins Arbeiten zu... Echt? Hast du denn deinem Chef sagen? Nee, meine Mom war wirklich, ist ja nicht schlimm, ich habe meinem Chef geschrieben und es war gut, weißt du. Aber halt morgen müssen wir wieder alle da sein. Sei froh, dass ich dich jetzt immer schon... Ach, Phil. Kumpel von mir bekam eine Nachricht, morgen
pünktlich zur Arbeit. Ist mir scheißegal, wie ihr kommt, aber ihr müsst pünktlich sein. Entschuldigung, ist nicht akzeptiert. Also heute haben wir gesagt, komm, wenn ihr, also die Sache war so, wenn ihr Homeoffice, ihr dürft nur Homeoffice machen, wenn ihr noch keins diese Woche hattet. Ja, ja. Wenn ihr schon welches hattet, müsst ihr euch Urlaub nehmen oder ihr kommt arbeiten. Genau. Und da stand dabei, normalerweise arbeite ich ja nur bis 16 Uhr. Und da stand da so, ja, wir wollen aber, weil ihr im Homeoffice seid, müsst ihr bis 17 Uhr bleiben. Von 8:15 bis 17 Uhr müsst ihr da sein. Wow, Storm! Das heißt, ich muss eine Stunde länger arbeiten. Ich war so genervt. Um 16.45 Uhr ist dann das ganze Programm abgestürzt. Was, ich wollte dir sagen, dass das der Punkt ist, warum du meine Nummer auf die bekommen hast. Also Jana, du bist ja richtig heftig. Jana ist Maschine geworden. Über die Map lässt mich im Stich und sie her die Tür weg. Warum bist du hinter mir? Ich hab dich gerade nicht. Sie rennt hier über die Map, Mann. Siehst du das rote Dreieck da oben auf der Karte? Ah ja. Bei uns stürzt das Programm auf der Arbeit jeden Tag ab, mindestens für eine halbe Stunde. Und heute war es halt 15 Minuten davor, also, ne? Ja, na, heute nicht arbeiten müssen, oder? Doch. Ja, kann ich mal. Ah, Jana, Jana, ne. Ja. Die Süße hier. Ne, das ist ein Bot. Ah, ja. Hier, aber neben dem Bot. Oh, der Bombenbot, der Bombenbot. Oh, noch eine. Noch eine. Einen hab ich, einen hab ich, einen hab ich. Oh. Der One-Shot. Dieses Spiel. Kimmel stecke gerade Map up, geht mega spannend hier. Und ich habe fast alles aufgedeckt. Mir fehlt noch ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil. Ich umrande jetzt momentan die Map. Ja, ich auch, aber ich habe das schon alles gemacht. Ja, so bis um halb oder so mache ich. Ja, dann mach ich halt aus. Ja, ja. Meine Nägel am Samstag machen und ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Sie abschneid. Bist du dumm? Nee, ich glaube, ich mache sie so ganz schwarz und so einer grünen Spitze. Wisst ihr, so hexenartig. Wir sind noch nicht Halloween. Nein, mein Geburtstag ist Harry Potter. Harry Potter Team. Und ich glaube, ich mache das für, ich mache Harry Potter-Themen und deswegen, es passt ja gut bei Slytherin. Nicht da lang? Okay. Ich mag das Lied nicht, das nervt mich. Ich will ein Lied, was Jana und ich mitsingen können. So richtig falsch. Ja, ich geh mit. Hier, das kannst du bestimmt nicht sein. Also ich kann auch mit sein. Ja, ja! Irgendwas mit Backstreet Boys. Wo ist die Scheißritze da?
wie ich klein war, also wie ich jünger war. War It's Raining Man, kennst du das nicht? Doch, doch. Als ich jünger war, war das so meine Hymne. Ich hatte keine Ahnung, was ich singe, aber ich habe das Lied komplett gefühlt. Bleib stehen, du dummes Kind. Ich muss aber den offline. Mach's gut, Leute. Mach's gut, Dani. Danke, dass du da warst. Also ich nehme hier an, wir schreiben noch oder ist es jetzt auch voll die Absage zu schreiben? Ja! Mehrere gelandet, glaube ich. Ja, neben mir ist einer. Hier. Nicht mehr. Oh, vor was hast du Angst? Wow. Ich glaube, da schießt noch jemand auf mich. Aber von wo? Jana, willst du? Weil der ist richtig schlecht. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott, der hat mich komplett gekriegt. Und der ist so schlecht. Ja, nee, er stand zu nah an ihm dran. Ist nicht meine Schuld. Ist meine Schuld. Jana kriegt das hin. Jana regelt. Hast du ihn? Mhm. Siehst du? Jana regelt. Jana, die Maschine. Sie tötet die Gegner mit Spitzhacke. Ich mach das auch echt oft in letzter Zeit. Würde mich gar nicht wundern, wenn irgendjemand mich mal meldet. So, okay, mir schon einen neuen Flachwitz gelehrt, wo ich geil fand. Okay. Du kannst ihn mithören, Jana. Mhm. Weißt du, wieso die... die Amerikaner kein Schach mehr spielen. Oh, gerade jetzt, wo Johnny nicht mehr da ist. Ja. No. Die haben keine zwei Türme mehr. Wow. Ja, na, hier sind welche. Keine Zeit. Ich komme. Der war bodenlos. Der war echt bodenlos, Beppo. Alter, der trifft mich nicht mal, ob wir einen Meter vor mir stehen. Wieso können Veganer kein Schach spielen? Keine Ahnung. Sie können ja keine Pferde töten. Aber der mit den Türmen war bodenlos. Die können ja keine Pferde töten. Nimm du sie. Der Springer ist doch ein Pferd. Ja, Beppo, der verboten. Der war echt bodenlos. Ihr wisst schon, dass das Johnny Amerikaner ist, ne? Mach doch nix. Da ist auch bald ein Treffen, Beppo. Mit Johnny. Oh, Johnny. Oh, Storm. Ich versuche sowieso irgendwie etwa? Alle Leute zusammenbekommen, dass wir uns irgendwie in der Mitte... Hier sind noch welche, Jana. Dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen, würde ich sagen, aber... Ja, ich denke, so ihr schon noch wäre okay. Marcel kommt wohl runter. Und treffen wir uns.
Okay, ja, ist ja die Witze. Ich höre Füße, aber es kann sein, dass es auch ein Bot ist. Ja, ja! Ja, das ist hier. In der Mitte wirken. Ich hab die Karte, glaube ich. Ja. Schlüsselkarte. Der Safe ist unter dir. Unter dir, eine Etage unter dir. Alles eine Sache der Perspektive. Zwei Etagen. Nicht da lang? Okay. Da haben wir gerade vorstanden. Ja, die große Tür. Ich glaube, ich habe am allerwenigsten zu fahren. Dann. Ja, du hast am meisten zu fahren. Bist du drin? Right. Ja. Nimm die goldene, dann hast du da schon mal was Stärkeres. Das ist wie eine Pumpgun. Die automatische Pumpgun ist die beste. Ja, wenn sie Gold hat, dann hat sie schon mehr Schussstärke. Okay, wir sind in der Tür. Versteckt eigentlich. Ja, stimmt, ich hab die Angst gefunden. Ich war gut versteckt, ne? Ja, komm. Hast du schon? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, ja. Hier wird geschossen bei uns. Ich glaube, da schießt jemand auf uns sogar. Von wo denn? Ah, von da. Ganz da hinten? Hier hin? Die schießen doch aufeinander. Ja, ja. Mann! Warum treffe ich nicht? Kann doch gar nicht sein. 105er. Oh mein Gott, er war Windig. Voll in meiner Linse. Ja, ja. Und dort, Mann. Komm, wir laufen rüber. Ich hab keine Mühe mehr. Ich weiß halt nicht, ob der auf mich schießt. Wow, Storm! Weigerst du dich etwa? Na, gerade da rechts im Berg hoch. Ja, da ist doch einer links beim Berg. Der sieht mir ein bisschen suspicious aus. Und vorne. Und die Gleise. Oh, neben mir. Bin da. Ah, siehst du. Ich wollte den eigentlich treffen. Weil der hat noch einen Schuss. Das ist meiner. Lass mir den fucking Kill. Ah, ich würde den so gerne haben. Jana, rechts von mir kannst du gerne helfen. Vielleicht, oder? Hast du den Penner gesehen? Der stand einen Zentimeter neben mir und hat auf mich geschossen. Ich hab ihn als
oder eine schlechte? Ja. Oh mein Gott, ja, nehme ich mit. Oder wolltest du die haben? Zone, Zone, Zone. Ich bin auch froh, wenn ich den Stream jetzt irgendwann mal ausmachen kann. Aber mein Kopf tut weh wegen den Kopfhörern. Du musst es im Labor unter. Mein Köpfchen ist halt so gut. Jana? Oh. Ja. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich will irgendwie weiter in die Zone, weißt du? Ich würde sagen, hier. Nur aufpassen, dass wir nicht sofort weggesnickt werden. To party. Oh, meine Lieder sind so schlimm. We like to party. We like to party. Links von uns, glaube ich. We like to party. Die Musik passt überhaupt nicht zum Spiel, aber. Rechts von uns. Oh. Auf der Tank, Jana. Er schießt in die Luft. 32. Ja. Ich hab Schritte neben mir. Hinter uns! Oh, der kleine Hurensohn! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, guck, was der für Waffen hatte. Guck, was der für Waffen hatte. Deswegen war der so gut. Das gefällt dir, oder Storm? Ich hatte gerade so ein Glück, ne? Boah, er hat mich so übelst erschreckt. Ich muss mich kurz heilen. Der hat mich so wegge... Ich hab den noch gehört, so hinter mir, den Hurensohn, ne? Okay, jetzt habe ich 52 Schuss für die Sniper. Jetzt sind sie weg. Was brauchst du? Ich habe alles, ich habe alles. Ich habe kein Blue Life mehr, aber... Okay, da. Da waren doch kleine Dinge, kleine Tränke. Wo? Da, da hinten. Ah, ja, ja, ja. Da schießt jemand. Pass auf, pass auf, pass auf. Ah, jetzt sehe ich. Pass auf, weil er hat dich ausgesehen. Ja. Ah, kommt. Alter. Alle. Ja.
Alter, bitte. Ja, ja. So, ich glaube, ich mache meinen Stream aber jetzt aus. Ich gucke nur, zu wem ich will. Autsch. Alles hängen geblieben hier. So, meine Habibis. Danke, dass ihr da wart. Ich guck mal, wer von meinen Leuten da ist. Absolut niemand. Absolut niemand ist da. Wie, keiner und? Oh, zu Barello. Kannst du Barello machen? Wer ist Barello? So ein Penner vom Abu Chaka Clan aus Deutschland. Kennst du die nicht? Nö. So, ich gebe euch rüber zu Giftiges Cookie. Echt korrekter Dude. Spielt gerade Dead by Daylight. Ist echt korrekter Dude hier. So, also danke, dass ihr da wart. Küsst euer Herz, ich liebe euch. Und gebe euch weiter zu Cookie. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder. Bin ich mir fast sicher, okay? Also, gebt ihm ganz viel Liebe in den Chat. Gib ihm ein Küsschen, gib ihm alles, was läuft. Und dann hören wir uns die Tage. Tschüss, tschüss. Ja! Ah, scheiße, jetzt wollte er gerade offline gehen. Oh, jetzt müssen wir leider noch mal spielen. Ja. Den anderen hat mal das Gerät für sieben Leute. Ehrlich? Ja. Spielt ja gar nicht auch ab. Oh nein, jetzt geht dieser scheiß Clip. Nein. So sticky. Oh, mein Herz ist so wild und so. Zwei. Guck mal, das ist fertig, Junge. Ich würde sagen, oder? Bist du noch motiviert? Ja. Er ist ein echt korrekter Dude. Jetzt habe ich ja halt einen Diamanten. Diamanten sind Guthaben.
Ich habe das erhalten, weil ich live gegangen bin. Ja, yeah, du kriegst die auch nur im Live. Ah, 342 Stück. Du siehst bei Guthaben, wie viel du hast. Ja, nicht viel. Wie aber es war jetzt erst, glaube ich, der zweite oder dritte. Auf wie viel? Hey, ich schaffe mal Kinder raus. Was? Was sagst du, Beppo? Entschuldigung. Beppo, was hast du gesagt? Warte einen Moment. Ne, ich schwätze nicht, Matthias. Was tust du? Was hast du gerade zu mir gesagt? Was hast du gefragt? Auf wie viel Guthaben kommst du jetzt? Oh, nicht viel. Das stand da mal. Ich hab's weggedrückt. Hey, YouTube. Du hast Diamanten erhalten. Warte, ich guck mal. 1,71 Dollar. Ja. 1,56 Euro. Ist doch nicht schlecht für den Anfang. Ich sag nicht nein. Er hat das wohl vom Aldi mehr, aber... Und ich hab... Ich glaub, 3 neue Follower. Namuni ist mir gefolgt. Das ist sehr komisch. Bei mir ist das... ich krieg neue Follower auf über Live... Aber die werden nicht beigezählt bei meinen normalen Followers. Echt? Ich sehe da dann keine Änderung. Das ist das gleiche mit den Likes. Dann kriege ich so viele Likes und die werden nicht dazu gerechnet auf dem Account. Ist aber komisch. Aber dieses Ding ist auch mega komisch. Das Programm ist auch der größte Bullshit. Bitte. Können Sie sagen, was Sie wollen? Heute weiterleben, morgen weiterkämpfen. Das ist halt echt nicht gut gemacht, finde ich. So, Live-Replays von heute. War das heute? 81 Diamanten? Wer hat mir 81 Diamanten geschickt? Hm. 178 Aufrufe. Alter, meine Lache ist so schrecklich. So schlecht singe ich ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich höre mich überall singen. Ich denke immer, ich singe vor schrecklich, aber eigentlich singe ich gar nicht so schrecklich. Ah, also was haben wir? Was kann Hilfezentrum? Was kann ich denn machen, um das irgendwie besser zu machen? Ach nein, ich hatte... Ah nein, 2000... 7 neue Follower, 62 Diamanten. Cool. Ja, fehlt nur noch YouTube. Dann habe ich alles. Ah, ich habe, glaube ich, genug zu tun in meinem Urlaub. Ach ja, ich muss den Typen da von. Ja, ja! Von vorhin eine Rolle zuteilen. Ich mach das sofort, wenn jemand reinkommt in meinen Chat. Echt niemand, der da spielt jetzt. Among Us. Among Us, die spielen alle zusammen Among Us. Die Honeypool und die anderen. Ja. Nee, Honeypool spielt League of Legends. Die doofen Nüsse. Okay.
noch morgen und übermorgen. Dann habe ich es geschafft. Zu dem Thema vorhin, Jana, was ich jetzt nicht nochmal darüber rede. Mhm. Aber wenn du da was brauchst, dann kannst du mir ja schreiben oder so. Wenn ich was lesen soll und sagen soll, was ich darüber denke. Ja, ich war überhaupt nicht bei der Sache, Alter. Ich hab's nicht mehr. Du machst viel zu viel Kopf darüber. Ich hab echt Kopfschmerzen. Du machst dir viel zu viel Sorgen darüber. Das heißt, morgen, ach scheiße, ich habe mich morgen wirklich aus Versehen mit Micha und mit Moni Ein Terminkalender pflegen, das wäre gut. Ich glaube, ich mache das echt. Das ist komisch, bin so arrogant. So, als müsste ich mir einen Terminkalender machen, dass die Leute nicht spielen wollen. Ich habe einen Terminkalender für meine Freunde alle, also es geht nicht anders. Ich habe einfach zu viele Leute, wo dann Sachen mit mir unternehmen wollen, und da muss ich ganz klar abgrenzen, wer zuerst dran war, und der kriegt den Termin. Ja, ich muss echt ein Auge drauf haben, weil... Das ist halt dumm, weißt du, ich denke echt nicht daran, weil ich bin immer der Meinung, wir können ja alle zusammenspielen, aber Micha ist halt so ein Kandidat, der spielt gerne mit mir alleine, der will nicht andere dazu haben. Was? Ist er auf meinem Discord? Ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Johnny bei mir auf dem Discord ist. Seit wann ist er bei mir auf dem Discord? Hat sich rein gehackt. Ich habe eigentlich echt coole Leute auf meinem Discord. Ich habe nicht einen Wichser. Wahoo! Wie dumm das klingt. Nur ein Schnurr. Nee, ich habe so echt keinen Wichser. Ich habe nämlich verschiedene gekickt. Und ich kenne sie alle. Ja, Luxi redet halt nicht mehr mit mir momentan. Nur coole Menschen auf meinem Server. So, was ist jetzt 11:30? So. Ich gehe jetzt ins Bettchen, Leute. Hör auf, letztes Mal war ich mit Phil fast bis 3 noch im Disco. Du hast mir so leid getan. Hast du das. Ey, hat er dich nicht mehr? Nö. Ich weiß halt nie, ob die Menschen genervt sind voneinander, weißt du? Ich habe immer Angst, dass irgendjemand sich gegenseitig nervt im Stream und dass dann irgendwann jemand nicht mehr wiederkommt, weißt du, anstatt mit mir zu reden. Deswegen, ich habe auch Marcel gefragt, ob wenn jemand genervt ist, genauso wie dich. Aber alles gut. Wenn jeder sich lieb hat, bin ich gut. Jeder soll sich lieb haben. Ich bin so eingeladen, um so einen Streamer treffen. Und die haben sich jetzt entschieden für 27.01. Aber da feiere ich meinen Geburtstag. Pech. Kann ich nicht annehmen. So, meine Habibis, kommen wir gehen schlafen. Beppo streamt sowieso noch bis was? 7 Uhr, 6 Uhr? Gar nicht wahr. Doch, aber dann offstream. Okay, dann schlaft alle gut. Okay. Jo. Wenn was ist, ne? Ja, ich mag mein nicht. Danke. Mach dir nicht so viel Kopf. Lass es einfach.
auf dich zukommen. Und genieße es. Okay. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Also, gute Nacht. Ciao. Und morgen musst du wieder arbeiten. Das hasse, das hier alles aufzudecken. Zumindest mal den ersten Teil komplett aufgedeckt bekomme, bin ich schon sehr zufrieden. Das ist eine ziemlich große Base. So, hier müsste dann alles Klärchen sein. Muss ich nur noch hier die kleine Wolke wegnehmen. Damit wäre schon ein guter Teil fertig. Also wenn ich zumindest bis hier alles gesäubert kriege, bin ich mal schon froh. Jetzt geht's hier ran. Ich zweifle ganz, dass ich bis Ende Januar das Game fertig habe. Ich habe noch genug zu tun und die Zeit wird etwas knapp.
Eigentlich kann ich geradeaus fliegen. Dann mache ich die Base da. Das sind drei Helis. Das geht aber. Achtung! Feinde voraus! Oh, ja, der schickt mir hier direkt. Was läuft denn mit denen? Knapp zwar der erste Fall drauf, kam schon die erste Rakete. Oh, ich krieg Besuch. Einfach nochmal zwei. So, nächster Punkt ist hier. Ja. Du hast Hunger, hm? Fliegen wir jetzt in die Richtung. Versuchen, ein Maximum an Wolken immer mitzunehmen. Was mal gut ist, dass wir die Umrandung gemacht haben, dass wir wissen, wo der Rand der Map genau ist. Das ist hier sehr, sehr schwierig einzuschätzen. So. Dann fliegen wir einmal geradeaus, nehmen alles mit, was geht. Ich nehme die Basis hier einfach mit, wenn schon, dann schon. Oha, schon daneben. Uiuiui. Ah, ich bin so dumm. So. Ja. Ich
So, sehr schön geradeaus geflogen. So, hier ist soweit keine Wolke mehr. Ja, ja! So, alles schön geklärt. Fliege mal eine Gerade bis dahin. Das sieht mal schon gut aus. Wir haben fast die Hälfte schon vom Gebiet eingenommen. Das ist schlimm, ist einfach mal ein Durchflug bis dahin. Genieß es.
So. Dann fliegen wir wieder zu dem Punkt hier. So, das ist hier geklärt. Dann gehen wir hier. Du hast Hunger, hm? So, dann fliegen wir jetzt dahin. Den Baum mit.
Klerisches bis hier zum Steiner. Ich hoffe, es gefällt dir, Storm. Ja. So, haben wir hier sauber durchgeflogen. Fliegen von wir von hier nach da. So, das heißt, jetzt fliegen wir dahin. Ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, das Ganze. Die sind auf Stress aus, aber kein Problem. Dafür müssten die mal treffen können.
Das sieht richtig gut aus. Jetzt noch den Teil und dann haben wir uns eine Pause verdient. Genieße es. Hatte ich jetzt nicht besser. Doch, da hätte ich noch mal einen Vierer. Die zwei, dann habe ich die dritte Fähigkeit fertig. Könnte ich gucken, die von Storm, weil etwas mehr, weil ich benutze ihn ja sehr viel. Das ist die einzige Wolke, bis auf die hier noch, wo noch übrig bleibt. So. Nur noch hier an der Fassade vorbei. Hätte ich hier alles gesäubert.
ja! Du hast Hopp. Das sind die Sachen, die mich triggern. Die mache ich direkt weg, weil ihr wisst, das sind die Sachen, die mich richtig triggern, wenn ich irgendwo noch so einen kleinen Wolkenteil sehe. Hier gibt's noch was. Okay. Ist korrekt. Es ist halt schön zu sehen, wie das Wolkenmeer immer weniger wird.
Genieß es. So, ich habe die Eindämmung richtig gut gemacht. Wenn ich so Grenzgebiet schaue, bin ich voll drin. Ich habe das dann komplett hier eingenommen. Hier ist absoluter Clear, hier ist auch absoluter Clear. Wobei ich mir hier die Frage stelle, die Wolken, laut der Markierung der Begrenzung, müsste ich noch hier hinter den Wolken kommen. Ob es da noch irgendwas versteckt gibt? Ne, ich glaube nicht. Ja, unwahrscheinlich ist es nicht. So, jetzt gehen wir ein Rauchen und dann setzen wir uns dran, dieses Teil noch hier fertig zu kriegen. Wir haben es ziemlich schnell hinbekommen, weil wir sehr fokussiert waren, den Teil fertig zu machen. Verhangener Wald kriegen wir heute fertig, die Wolken zu klären. Und dann morgen geht es dann an die Punkte. Aber so bis jetzt finde ich, wenn ich so rüber scrolle, geht es. Bis jetzt geht's noch, wenn ich's. Es sind zwar viele Punkte, aber bei weitem nicht so wie das hier. Also hier ist richtig heftig, wie viele Punkte es gab. Hier gab es wirklich uneingeschränkt viele.
ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Und der Optik her kann sein, dass andere Bereiche mehr hatte. Hier war auch noch... Okay, die waren... Hier war zwar auch nicht gerade wenig, wenn man herzuguckt mit den Punkten, oder? Ich hab noch genug zu tun. Hier sind halt über ans Berg und dann halt die Dörfer noch alle freischalten. Ich hab noch viel zu machen, also ich wäre froh, wenn ich morgen sagen könnte, ja, gut, ich hätte alle Punkte gemacht morgen. Heute mache ich alle Wolken und morgen alle Punkte. Das ist jetzt so eine Sache. Wie auch immer, ich kann mir jetzt eine Kippenpause. Und dann geht's weiter mit den Cloud Cleaning.
So, dann machen wir weiter. Wo sind wir hier? Denke ich mir, fliegen wir jetzt bis dahin. Schon wieder ins Leder hier. Danke für den den Raid. Ein Studien-Raid, danke vielmals. Hi. Moin. Danke vielmals. Dankeschön für die Bits. Auf Pandora, ich spiele es jetzt so um die 30 Stunden. Map aufdecken ist etwas langweilig, aber grundsätzlich, um mir einen besseren Überblick zu schaffen, damit ich die einzelnen Sammelpunkte besser sehe auf der Map. Ja, ich bin Luxemburger, halte zwar meistens meine Streams auf Deutsch, weil größtenteils die Leute, die bei mir reinkommen, auf Deutsch sprechen. Ja, die Amtssprache vom Gesetz her ist auf Französisch, aber in Luxemburg sind drei Amtssprachen: Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Genau, so wie Hugo. Hugo ist, was lustig ist, er ist aus meiner Stadt. Das ist kein Problem, ich kann eigentlich auch Blitzebälle schwätzen, aber ich meine, da versteht er nicht viel. Blitzebälle schätze ich ein bisschen mehr wie nur Holländisch und so, ich sagte jetzt gerade, wenn ich Luxemburgisch spreche, dann werdet ihr teilweise was verstehen und es ist eher mehr nach dem Niederländischen unserer Sprache.
also jemand, der Plattdeutsch spricht, der versteht Luxemburgisch sogar sehr gut. Weil viele Wörter und auch deren Bedeutung sind gleich. Danke für den Follow. Muss ich aber irgendwann mal zurück, weil ich habe so gut wie kein Essen mehr von meinem Ikran. Also das Spiel an sich finde ich schon geil gemacht. Einem der wenigen Spiele mal von Ubisoft, wo nicht viel rumbuggt. Eine Sache mache ich zwar direkt. Danke vielmals, gleichfalls, gute Nacht. Vor was hast du Angst? Ich denke, ich werde jetzt als nächstes hier mal ein Safe Point setzen. Das ist ja richtig geil. Also grafisch macht das Spiel richtig viel her. Spielerisch finde ich es richtig gut. Die Welt ist sehr, sehr groß und was mir etwas fehlt, ist die Interaktion in der Welt. Es ist oftmals sehr ruhig. Aber die Story ist sehr spannend erzählt. Also ich bin jedenfalls nicht enttäuscht vom Game. Denn hier der. So. Geht's hier? Da. So,
dann haben wir das auch. Habe ich noch irgendwas, was ich meinem Ikren verfüttern kann? Genau die hier. Und noch etwas Fleisch. Okay, danke vielmals und wünsche auch dir gute Nacht. Fliegen wir mal hier über die Base, hoffe, wir werden nicht abgeknallt. Okay, das ist dann geklärt. Ja! Fliegen wir nochmal hier drüber. Bis dahin, da müssten wir alle Wolken mitgenommen haben. Und auch mal persönlich danke der Bastage für die Bits. Das sieht voll komisch aus. Das sieht aus, als wäre da eine Wolke, aber das ist keine Wolke. Glaube ich, oder? So, wenn ich das. Das sieht sehr geklärt aus.
Ist das für eine grüne Grütze, die da fliegt? Ja, ja! Fliegen wir mal dahin. Fliegen wir hier. Es wird wieder lustig, auch alle Bevölkerungen wieder die Camps von den Völkern zu besuchen und die Missionen da zu machen. So. Wolken soweit hier alles beseitigt. Ich glaube, ich mache zuerst den Teil hier, weil der am dichtesten bewölkt ist, fliegen wir hier entlang. Nicht da lang? Okay. Fliegen wir bis dahin, dann müssen wir da alle Wolken dann auch weg haben. So, ich denke, wenn ich so an den Felsen vorbeifliege, müsste ich zumindest alle Wolken am Berg
abgearbeitet habe. Genau. Dann fliege ich hier gerade durch. Ich denke, das ist ein Giftgebiet. Der Gegner hat nicht wieder gesehen. Fütterungszeit für Manikram. Alles gut? Gut, dann klären wir jetzt die Wolken hier noch. So wie es aussieht, haben wir hier alles gesäubert. Dann fliegen wir hier mal diagonal dadurch. So, dann hätten wir das Giftgebiet hier auch soweit entdeckt. Dann fliegen wir hier nach unten.
Ich glaube, wir sind entwischt. Von was sind wir entwischt? Nichts hat uns verfolgt, soweit ich weiß. Sieht aus wie Lampen da auf dem Berg. So, dann haben wir hier geklärt die Wolken. Okay, ging ja noch ziemlich schnell. Haben wir nur noch den kleinen Teil hier zu machen. Da fliegen wir jetzt erstmals auch einmal quer durch. Nicht den Anschluss verpassen. Das muss ich extra nochmal hier durchfliegen. Das schmeckt bestimmt. So, noch hier. Mensch, ich bin froh, wenn die Wolken alle weg sind. Das ist wirklich der langweilige Part in dem Game, für die Map zu entdecken. Yeah.
glaube, ich nehme direkt die Wolken weg. Jetzt sind die aus dem Verkehr. Wir sind entwischt. Alles gut? So, der Hunger ist wieder gestillt vom Ikran. So, hier habe ich dann alles entdeckt. Fliege ich jetzt mal bis dahin. Was Sinn und Zweck davon ist, die Map jetzt so zu entdecken. Ich könnte natürlich auch die Side-Missionen, die Side-Quest und die Hauptquest machen. Dann würde ich hier auch die Map ja zum guten Teil aufdecken. Ist, um Zeit zu sparen danach mit den Zeitquests. Der Vorteil ist, ich kann dann einfach überall schon mich hinspawnen. Weil jedes Lager ist ein Teleportpunkt, genauso die Einwohnerlager, genauso wie die Kleinlagern vom Widerstand. Und so brauche ich nicht jedes Mal mit dem Ikran groß über die Map zu fliegen. Ich glaube, ich fliege etwas tief. Für meine neuen Zuschauer, die dazu kamen, jegliches Livestreaming wird in meiner VOD-Archiv auf meinem YouTube-Channel hinterlegt. Also wenn ihr mal was verpasst von mir, könnt ihr dies immer da nochmal aufrufen. Genauso habt ihr auf meinen anderen Social Medias wie Instagram und TikTok immer die neuesten Videos und Infos zu den neueren Games, die rauskommen, beziehungsweise Nischen-Games wie Indie-Games oder Fernost-Games, die noch nicht für den europäischen Markt vorgesehen sind. Alle Links findet ihr in meiner Bio, der Startseite von Twitch. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gern darauf zugreifen. Fliegen wir nochmal einmal geradeaus. Heute wird es nicht so spät wie gestern. Also ich werde das hier noch fertig machen. Und dann ist es Zeit für die Haie.
ich morgen wieder zum Arzt gehen muss. Zum Physiotherapeuten für mein Knie. Hoffe, dass das in der nächsten Zeit mal besser wird. Auch wenn es geil ist, zu Hause zu sein und zu zocken. Irgendwann muss man aber auch wieder arbeiten gehen. Wobei, momentan beschwere ich mich nicht, zu Hause zu sein. Es ist so arschkalt draußen momentan. Ich wäre nicht froh, morgens früh um 5 draußen zu sein, wenn die Straßen so glatt sind und so kalt auch ist. So, fliegen wir bis hier und dann nach links. Ich weiß sowieso, dass ich irgendwo wieder einen Punkt verpasst habe, wo irgendeine kleine Wolke noch durch die Gegend fliegt. Ich fliege trotzdem mal dahin. Es sieht mir aus, als wäre da noch Wolken, aber ich glaube, es sind keine Wolken. Jetzt werde ich sicher zurückgeworfen. Genau. Ne, ich wusste es. Es sind keine Wolken. Ich fliege mal tiefer. Oh, Scheiße. Ich kriege Hunger. Eine Level 19 Base, okay. Die kann ich sowieso noch nicht machen. So, wie es aussieht, haben wir dann alles gesäubert. Hier sieht es auch nicht so aus, als hätte ich irgendwas vergessen. Nee, alles sauber gemacht. Wenn man die Map so anschaut, glaubt man, die sei klein, aber das Ding ist verdammt groß.
verdammt, verdammt groß. So. So wie ich sehe, gibt es auf der Map noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Bases. Ich habe jetzt die Bohrstationen jetzt nicht mit eingerechnet. Sind noch ein paar. Das heißt, morgen gehen wir dann ran, alle lila Punkte zu machen. Die hier. Und natürlich die Dörfer mit den jeweiligen Widerstandsposten. Das wird wieder lustig, die alle zu machen. Haben wir die dann durch, dann geht es weiter mit den Quests. Bevor das nicht erledigt ist, machen wir noch keine Quest weiter. Wir haben halt nur die Quest weitergeführt. Erstens, wir waren hier ja so in der Höhenprävinz, Prärie, soweit fertig. Da haben wir ja alles gemacht. Dachte ich jetzt, ich hätte ein Häuschen vergessen. Nee. Doch, ich habe ein Häuschen vergessen. Hier gibt es noch eins. Kann ich mich hier... irgendwo teleportieren? Doch, hier. Ah, ich kann nicht, weil ich... okay, ich in einer Gefahrenzone bin. Da kann man echt tausendmal über die Maps schauen. Und man findet immer eine Stelle, wo man noch nicht war. Wo ist denn jetzt mein Punkt? Der war hier. Und ich kann mich... habe ich echt nichts näher? Nee, ich muss hier landen. Was gut ist, mit meiner neuen Ahnenfähigkeit habe ich keinen Verbrauch mehr. Muss aber mal was essen. Oh, hier ist eine Luftbasis. Die werden wir dann auch gleich vom Himmel holen. Und dann reicht es für heute. Tanzendes Wasser. Was brauchen die? Etwas, was ich nicht habe. So,
Dann haben wir den Posten auch. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle Posten gesehen und keinen verpasst. Kommt natürlich immer wieder vor. Gut, hier gibt es noch einen, aber da muss ich Stufe 19 sein. Ich hatte auch nichts Besseres gefunden momentan, nee. Ich muss auch meine Clan-Gunst mal ausgeben, die ist fast auf Maximum wieder. Aber gut, ich komme jetzt gleich in den neuen Clan. Das könnte ich mal fertig machen, all die Teile auch, weil dann hätte ich das auch nicht mehr im Inventar rumlungern. So, dann... Guck mal, wo ich euch dann rüber wade. Wen habe ich denn von meinen Leuten? Retrouvez ce que vous aimez d'un simple geste sur les nouveaux Samsung Galaxy. Ja, oh, ich hätte ihn weg. Ah, den kenne ich. Mit dem Schlafstuhl. Den Schlafstuhl. Der Benzi hat heute so viel getrunken, Leute. X3Nun85 heißt der. Der spielt auch gerade Avatar. Bei dem letzten Raid hatte er einen neuen Stuhl, wo man Schlafstream schauen konnte. Echt jetzt? Sichere die Antenne, ja, das war ja klar. Ja, ich sehe, ich hab gerade wirklich. Jetzt wird doch bunt hier, du! Beppo, Schokola? Ja, Schokola, ja, wunderschön. Und vielen Dank für den Rain, herzlich willkommen zu Avatar. Zur letzten Mission in der Hauptstory. Ja, wie war der Stream? Was habt ihr schön gemacht, Beppo? Und Turbo. Du bist da aber noch drin, ne? Die hat auch Avatar gezockt. Wie war...
Ja, danke für den Raid, Mann. Na, Pippi, Dank. Und wie weit seid ihr? Wie gefällt dir das Game? Aber wir sind halt letzte Mission, ne? Von der Story. Von der Hauptstory. Was ist das denn für ein Fahrrad? Was für ein Fahrrad? Mit dem Turbo eben. Super, aber definitiv kein Fehler ist geholt zu haben. Ja, ich bereue es auch nicht. Ich habe erst überlegt, weil halt wegen Ubisoft und so, bin ich nicht so ein Freund von den ihren Games und ja, ich bereue es auch keine Sekunde. Ist echt ein gutes Game geworden, muss ich sagen. Echt geil. Ja, wie weit seid ihr denn? Und wo zockt ihr drauf? Konsole oder PC? Wir zocken auf der PS5. Eine Esche mit Zweck. Okay. Ist okay schwer, aber kommen wir nicht an Enzi rein. Musst du mal Unterricht nehmen beim Uwe. Sieht interessant aus. Den kenn ich nicht. PC, momentan. Auf PC momentan im dritten Teil der Map. Okay, ja, da seid ihr noch nicht so weit. Wir haben, ja, wie gesagt, wir sind jetzt quasi durch. PC. Was zockst du sonst so, wenn du keine Avatar zockst? Was wollte ich jetzt machen? Moment, wollte ich doch machen. Achso, danke für den Follow. Das wollte ich machen. Mensch. Mit 100 Tricks. Ja. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel mit dem Mission gemacht in so einem Open World Game wie dem hier. Also verlierst dich auch echt schnell in dem Game hier. Echt gut gemacht, wirklich. Das ist verwirrend. So, jetzt bringen wir den Typen noch um, oder was? Aber ich habe die eine Kiste den Raum nicht gekriegt, ne? Aber es ist Deko. Was ist jetzt los?
Danke für wie wir sind. 10 Bits. Ja, vielen Dank. Was ist denn ein Goldköder, bitte? Ah, der zieht dir das Geld aus den Taschen. Ja, Beppo, vielen Dank. Ja, ich will es warte mal. Einfach kaufen, Bunny, einfach kaufen. Headshot. Bunny! Ich bin eingerichtet für morgen. Ist der Burger fürs Kochen oder wie? Ich frage das letzte Mal, wie viele Richter hast du denn die kriegt? Oder kriegst du denn überhaupt von Hello Fresh? Das ist das letzte Mal, ich frage. Ja, Mann, hab jetzt das Handy als Cam und als Mikro. Oh, gleich doppelt so viele. Geil. So, dann meine Leute, ich mach mich dann auch ab. Ab das Max-Paket, stimmt, das teuerste. Ja, aber wie viele Richter konntest du denn?